Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play SnowRunner hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder im sonnigen Taimyr unterwegs und ja, Freunde, es ist soweit. Heute begeben wir uns auf Ölsuche. Ich habe das vibroseismische Modul auf der, ja, auf dem Chassis des KRS 58 Bandit montiert und damit möchte ich natürlich jetzt die Ölsuche dann auch vorantreiben und ja, wir haben den Auftrag, den Startpunkt des ganzen Scan-Vorgangs erstmal zu finden und ja, man gibt uns da nicht viele Informationen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Die Daten aus der letzten Messung zeigen, dass sich westlich von hier die größten Ölvorkommen befinden. Nutze den vibroseismischen Zusatz und prüfe den Standort unweit des Steinbruchs. Ja, sobald man in die Region Steinbruch einfährt, bekommt man halt dort oben diese Meterangabe. Der Steinbruch ist jetzt hier und ja, wir müssen jetzt rausfinden, wo sich das Ganze abspielen könnte. Ich habe ja so eine dumpfe Vermutung und ich werde da jetzt mal ein bisschen tricksen. Okay, das passt nicht. 870 Meter von hier aus, das wird es nicht sein. Der Steinbruch selber ist 310 Meter weg. Na, wir spielen jetzt mal so ein bisschen hier mit. Und möglicherweise 407, 472... Naja, wir fahren mal los irgendwo in dem Gebiet, würde ich mal vermuten. Ja, betankt ist er. Und auf dem Dach füllen wir natürlich wie üblich noch ein bisschen Reserven mit. Schlammreifen sind ausgerüstet und ja, ansonsten eigentlich dieselbe Variante, wie ich das Fahrzeug immer fahre. Und ich habe den PS-Boost vergessen. Leute, das passiert mir in letzter Zeit viel zu oft. So, die Meterangabe schrumpft. Wir scheinen auf der richtigen Fährte zu sein. Und ja, spürt ihr schon das Ölfieber? Das ist schlimmer als der Goldrausch, würde ich sagen. Und hier tatsächlich entfernen wir uns wieder. Was ist denn, wenn wir anfangen, hier uns den Truck kaputt zu fahren? Ändert das irgendwas? Querfeld einzufahren, meine ich natürlich. Das sieht vielversprechend aus. Und ja, da schrumpft die Meterangabe tatsächlich. Ich fahre mir den Truck hier aber ganz schön wieder kaputt. Ah, ist auch das lose Geröll. Lässt einen hier gut durch die Gegend rutschen. Das Gelände tut natürlich sein Übriges. Wir aktivieren mal den Lastgang, sperren unser Differential und kommen somit zumindest etwas gleichmäßiger, wie ich finde, voran. So, und langsam aber sicher schrumpft auch der Abstand zum Startpunkt. Ich glaube, ich hatte da schon den richtigen Riecher, zumindest was die Region angeht. Man kann da natürlich dann auch wunderbar mit dem Wegpunktsystem ein wenig tricksen. So, 378. Okay, hier entfernen wir uns wieder. Testen wir das Ganze mal aus. Ja, da entfernen wir uns wieder vom Startpunkt. Heißt, das Ganze wird sich hier irgendwo hinter dieser Felskante vermutlich befinden. Und da müssen wir jetzt einfach einen Weg drumherum finden. Gott sei Dank ist der Bandit ja so unglaublich geländegängig. Ja, und da machen wir Riesensprünge in die richtige Richtung, Freunde. Da sind wir wieder auf der Fährte. Und ich kann das Öl schon fast schmecken, auch wenn man das, glaube ich, nicht unbedingt trinken sollte. Aber ich denke, ihr versteht meine Anspielung. So. Natürlich möchte ich ungern jetzt unseren Truck da über diese Klippe in den Abgrund stürzen lassen. Heißt, wir werden mal zurücksetzen. Moment. Verdächtig, verdächtig. Geht's hier runter? Das schaut erstmal ganz gut aus. So, wir nähern uns weiter an. Ah, das klappt doch schon mal ganz gut. Und ja, dann kann ich euch hoffentlich heute mal das Ganze zeigen, wie es eigentlich funktioniert. Ihr hört jetzt, unser Sensor schlägt an. Dieses Geräusch wird uns jetzt begleiten, bis wir nah genug dran sind, um die Messung vorzunehmen.
Und ich vermute, das wird aktuell... Nein, das hier geht jetzt noch nicht. Gut, okay. Wir haben hier also den Bereich irgendwo. Dort drüben ist das alte Sägewerk, glaube ich. Fahren wir mal hier entlang. Über den Bahnübergang. Ich denke, hier sind schon lange, lange Zeit keine Züge mehr gefahren. Ja. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Zähl fleißig weiter runter. Okay, links oder rechts? Ich gehe mal für links. Links war wohl die richtige Entscheidung. Bergauf, bergunter. Wir fahren hier mal im Tal weiter. Und für gewöhnlich bei ca. 20 Metern. Na, wir müssen noch näher ran, wie es scheint. Okay, okay. Falsche Richtung. Ich verstehe. Dann wohl dort entlang. Ein harmonisches Geräusch, ich weiß. Auch hier, meine Freunde. Moment, da war der Punkt. Ach, das gibt's doch nicht. So, jetzt. Ich glaube, das Spiel möchte mich gerade ärgern. Normalerweise müssten wir... Da, bitteschön, geht doch. So. Ja, das, ihr seht, das ist manchmal ein bisschen Millimeterarbeit, aber wir haben den Auftrag abgeschlossen. Die Ölsuche ist erfolgreich und wenn ich bloß mehr Fahrer wie dich im Team hätte, hier ist dein Lohn. Ja, kein Problem. Wir schalten mal kurz unseren Motor ab und kümmern uns bei Tiger Oil weiter drum. Ja, was die jetzt noch so von uns möchten. Der erste Scan am Steinbruch hat bewiesen, dass wir am richtigen Ort suchen. Der nächste Schritt wäre der... Was? Wäre die Bestimmung von Triangulationspunkten. Mein Gott, dazu musst du zwei weitere passende Plätze scannen. Und wow. Die sind wirklich ziemlich weit weg. Wir versuchen mal wieder unser Geschick hier mit dem Wegpunktsystem. Da haben wir ca. 800 Meter... Ja, ich tippe ja immer noch darauf, dass es sich hierbei um den Ölbohrplatz handelt. Der ist nicht sehr subtil gehalten. Wo stehen wir jetzt? Wir stehen hier am alten Sägewerk. Ich würde sagen, wir wenden unser Fahrzeug mal und schauen mal, was ist, wenn wir Richtung Süden der Region fahren. Ob wir uns dann einem der Punkte deutlich nähern oder eher nicht. Ja, ist auf jeden Fall mal wieder eine andere Aufgabe, ob die jetzt fürchterlich spannend ist, gerade weil man hier wirklich sich den Weg selber suchen muss. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Für mich gehören sie natürlich auch dazu und deswegen überspringe ich sie nicht. Und ja, ohne sie können wir natürlich auch die Ölsuche hier gar nicht erst beginnen und können die Region nicht abschließen. Denn das ist ja jetzt hier im finalen Abschnitt der Region praktisch die Hauptaufgabe, die Ölbohrung in Betrieb zu nehmen und den Betrieb auch zu gewährleisten. Und ja, prinzipiell kann ich glaube ich sagen, sind wir hier auf dem richtigen Weg. Wir werden also im südlichen Teil bestimmt beide Punkte finden. Eventuell sogar nebeneinander. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, wenn ich mir die Daten angucke. Oder das ist gerade nur von unserer Position aus der Fall. So, weiter nach Süden wäre natürlich dieser Bereich hier. Heißt, wir müssten jetzt hier abfahren. Und ich erinnere mich hier mit unseren Holzmissionen an so manche üblen Erfahrungen. Gerade hier in dem Bereich, wo ich gerade versinke wieder. So, bitte zieh den Truck da mal hoch. Zack, Winde wieder lösen und weiter geht's. Praktikant ist wieder hinten drauf gesprungen. Ne? Der muss ja immer raus, wenn es an die Winde geht. Ihr kennt das. So, jetzt entfernen wir uns natürlich wieder etwas, aber wenn wir jetzt hier
streckenbedingt wieder Richtung Süden eindrehen. Ja, der obere Punkt wird auf jeden Fall kleiner. Dort nähern wir uns. Okay, jetzt ist natürlich wieder die Frage aller Fragen, wo fahren wir lang? Ich wähle rechts. Ich möchte weiter Richtung Süden, da verwette ich gerade drauf, dass wir dort einen finden. Weil das würde von der Strecke her passen. Und ja, hier zur Linken seht ihr gerade die Anlage, die ich vermutlich als Ölbohrplatz identifizieren würde. Ob das dann auch wirklich der Fall sein wird, das werden wir sicherlich bald herausfinden. Erstmal müssen wir jetzt, ja, das Öl finden, bevor wir herausfinden, wie das Öl gefördert wird und ob es hier gefördert wird. Und das finde ich erstmal sehr mühsam. Richtige Entscheidung, rechts rumzufahren? Sieht so aus. Ah, wir nähern uns da auf jeden Fall gut dem ganzen Punkt. Ja, ist glaube ich tatsächlich dieselbe Strecke, die ich für das Holz immer und immer wieder gefahren bin. Und ich vermute mal, dass das kein Zufall ist. Denn das ist ja eine hier der Hauptstraßen, wenn man sie so nennen kann, in der Region. Naja, nennen wir es eher Fahrt. Ein Fahrt durch die fast unberührte Natur. Ja, und sobald wir uns immer nämlich aus südlicher Richtung wieder fortbewegen, wird der Abstand zum Triangulationspunkt größer. Hier sogar gerade deutlich, deutlich größer. Okay, eventuell, ja, wisst ihr was? Ich setze nochmal zurück und wir nehmen den anderen Abzweig. Ich vermute mal, dass da das Geheimnis drin liegen könnte, dass wir hier lang müssen. Ja, ich schaue noch mal gerade, ob das jetzt auch stimmt. Ja, da kamen wir her. Bin ich wahrscheinlich schon da vorne falsch gefahren. Ah ja, wir haben noch 77 Liter im Tank und auch noch was als Reserve auf dem Dach. Das heißt, wir sollten so weiter keine Probleme haben. Irgendwo muss jetzt hier die Abzweigung kommen. Ich vermute mal, es ist die hier in den Busch. Und ja, da machen wir wieder richtige Metersprünge auf einmal in die richtige Richtung, wie es mir scheint. Und das ist doch das, was wir gerade haben möchten. So. Oh je. Wo möchtest du mit uns triangulieren? Bitte hier nicht irgendwo mitten im Wasser. Ich habe da schon fast den Verdacht, dass dem so sein wird. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen mag und kann, aber naja. So, 179, 168. Slowly but steady. Ich würde vorschlagen, wir arbeiten uns dort Richtung Ufer und Richtung Küste. Denn da vermute ich, könnte das Ganze gleich zu Neige gehen, zu Ende gehen. Ah, jetzt entfernen wir uns wieder. Okay, also wir müssen uns dann rechts orientieren. Hallo Upgrade Kit, und gerade wo ich dich sehe, wir müssen unbedingt dran denken, hier in der Region noch das Upgrade zu bergen, was wir in der letzten Folge noch gar nicht eingesammelt haben. Das hätte ich glatt schon wieder vergessen. Naja, wir Sprachenlernen-Bubble, oder wie heißt das immer? Wir triangulieren weiter. Und es gibt durchaus schönere Strecken, Freunde, das kann ich euch versichern. Aber wenn es ein leichter Job wäre, dann wäre es ja auch kein Job für uns, ne? So, da haben wir wieder unsere... Ja, Herzflackern, glaube ich, nennt man es beim EKG. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube, ich habe das vor Jahren mal in einer Serie aufgeschnappt. Dürfte sich so ähnlich anhören. Ist ein schreckliches Geräusch in meinen Augen. Das sieht gut aus.
scheinen hier auf dem richtigen Pfad zu sein. Jawohl, da fahren wir uns nochmal richtig schön die Technik kaputt. Die Nacht bricht herein. Ach, was können wir uns denn Schöneres vorstellen? Und jetzt entfernen wir uns wieder. Okay, nun würde ich fast vermuten, hier irgendwo. Wir fahren mal ein Stück zurück und setzen dann hier in den Wald. Sind das Bäume, die man umfahren kann? Ja. Aber irgendetwas anderes dahinter blockiert mein Pfad. Nein, man kann die Bäume nicht umfahren. Das war das Problem. So, damit nähern wir uns auch weiter an. Was hat mich annehmen lassen, dass ich hier durchfahren könnte? Gut, das heißt, wir fahren hier doch zu unserem Wegpunkt. Ja, Maßarbeit, Freunde. Absolute Maßarbeit. Und ich bin froh, wenn wir es geschafft haben. Ich bin ehrlich. Aber es muss ja gemacht werden. So, das sieht gut aus. Die Richtung scheint auch zu stimmen. Also hier hoch. Oh ja, die Richtung scheint richtig gut zu sein. Ja. Okay. Ah, ja, vielleicht hier. Noch sind wir hier nicht ganz richtig. Jetzt sind wir richtig. Zack, Messung durchgeführt und das war unser erster Punkt, Freunde. Und ich würde sagen, wir werfen noch mal einen Blick auf die Karte. 1000 Meter von hier weg. Das ist recht ordentlich. Und ich vermute mal fast, ja, verloren im Wald klingt da schon mal gar nicht so abwegig. Das heißt, wir werden uns jetzt hier den Pfad zurückbegeben, beziehungsweise dort hinauf. Aber dafür werden wir jetzt erstmal natürlich wieder die Zeit vorstellen. Und ja, wir kommen noch ein bisschen ohne zu tanken. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch nutzen. Jetzt wird hier erstmal gewendet und dann geht es auf zum zweiten Triangulationspunkt. Das ist ein Wort, Leute, das... Na, also bitte, bitte verzeiht es mir. Ich habe da heute echt Wortfindungsstörungen dabei. Ja, ist vielleicht aber auch die Bullenhitze, die nach wie vor in Deutschland herrscht. Okay, ich gebe es ja zu. Ich mache gerade wieder eine Aufnahmesession und es sind sehr... Ja, es sind ein paar Tage hintereinander, die so warm sind. Und darum rede ich seit einigen Folgen dauerhaft davon. Ach ja, aber... Bald soll es ja auch wieder kälter werden und ich persönlich freue mich darauf. Ich bin eher so der Mensch, der in kälteren Umgebungen besser zurechtkommt als in warmen. Und deswegen ist mein Ventilator leider auch auf Dauerbetrieb, was natürlich nicht unbedingt gut für die Energiekosten ist. Aber naja, das sind halt so Luxusgüter, die man sich irgendwo dann leistet, ne? Und ich glaube, hier im Bandit kann man von so einem Luxus nur träumen. Ich glaube nicht, dass der eine Klimaanlage besitzt. Und tatsächlich weiß ich gar nicht, wie warm der Sommer so in Russland ist. Bestimmt so im Gegensatz zum Winter, also wirklich sehr warm. Wer das weiß, gern mal in die Kommentare. Ich lerne ja immer gerne dazu. Aber ich meine das auch mal gehört zu haben, dass auch die Sommer in Russland, vielleicht auch je nach Region, sehr, sehr warm sind. Und, ja. So, wir scheinen mehr oder minder auf jeden Fall der richtigen Spur zu folgen. Der Abstand wird kleiner. Unser Tankvolumen ebenfalls. Und, ich glaube, hier... Da könnte das Ganze entlang gehen. Und, liebe Freunde, an der Stelle... Mache ich mal einen kurzen Cut, denn ich bin völlig ausgetrocknet. Ich muss unbedingt mal was trinken.
Wir hören uns gleich wieder. So, zurück, frisch, hydriert, machen wir ja auch weiter. Und, wir machen weiter. Es ist einfach unvorstellbar warm, Freunde. Aber was erzähle ich euch da? Ihr werdet es alle erlebt haben. Aber das in Kombination hier gerade mit dem wirklich, ja, unheimlich aufheizenden Rechner. Eine ganz schöne Nummer. Und ich sag mal, hier steht ja noch einiges mehr an Technik so drumherum. Aber naja, wer YouTube machen will, muss leiden, so nach dem Motto. Und für euch da draußen mache ich das natürlich gerne. Und ja, mir macht's auch Spaß, keine Frage. Aber die Wärme, die müsste ja doch nicht unbedingt in der Form so penetrant sein. Ich glaube, heute ist sogar der wärmste Tag des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, sowas gehört zu haben. So, hier haben wir... Ja, was genau haben wir hier? Ein Rundkurs. Und uns wird gleich der Sprit ausgehen. Heißt, wir müssen gleich mal nachtanken. Was sagt die Anzeige? Jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Ölsuche, kein Zuckerschlecken, würde ich sagen. Naja, ich tank mal eben, dann habe ich da schon mal Ruhe. So, wir haben wieder einen vollen Tank, heißt, wir können noch ein bisschen länger ausharren. Das muss jetzt aber auch reichen. Heißt, wir müssen mit der Tankfüllung auf jeden Fall jetzt zeitnah unseren Triangulationspunkt finden. Und hey, ich habe es richtig ausgesprochen, dass... Trinken scheint gerade gelohnt zu haben und wenn ich trinken sage, dann rede ich natürlich von Mineralwasser, Leute, nicht von alkoholischen Getränken. Hallo, ich bin hier gerade am Steuer. Ich bewege schwere Maschinen. Naja, so viel dazu. Wird die Entfernung kleiner? Die Entfernung wird kleiner. Dort, hier ist schon wieder alles abgesoffen. Gut, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, hier einfach ins Schiff zu fahren, aber ich hatte die Hoffnung, dass es da ein wenig festerer Untergrund ist, aber nee. Falsch gehofft, falsch gedacht. Ja, toller Streckenabschnitt hier auch gerade wieder. Geht hier nur millimeterweise gefühlt voran. Und auch hier wieder eine der wunderbaren, gut befahrbaren Hauptstraßen hinter mir. Auch hier führe ich nochmal ins Feld. Stellt euch einfach mal vor, ihr hättet sowas jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Eieiei, da bin ich froh, dass wir dann doch unsere geteerten Straßen in Deutschland haben. Auch wenn ich gerne mal über sie meckere, aber naja. Besser als das hier, würde ich sagen, sind die ja allemal. Da kommt wieder ein wenig... Ja, ein Versuch, sie zu befestigen. Das gibt uns wieder mehr Grip. Deutlich mehr Grip. Hier zur Linken haben wir wieder eine verschollene Hütte. Hier lebt schon lange Zeit niemand mehr. Und da kommt wieder unser Herzflimmern, unser Kammerflimmern. Kammerflimmern heißt das, glaube ich, ne? Irgendwie so war das. Und ja, ich behalte mal weiterhin die Meterangabe im Auge. Wir folgen natürlich erstmal noch der Strecke, soweit es geht. Bisher lagen ja alle Punkte auf den Wegen, praktischerweise. Das heißt, und ich vermute mal, dass sich das jetzt so fortsetzen wird hier, oder? Oh, hallo Brücke. Lang ist es her, dass wir mal eine überquert haben. Ah, aber kein Problem mehr für uns. Wir entfernen uns übrigens. Okay. Dann setze ich nochmal gekonnt über die Brücke zurück. Und in welche Richtung wird es weniger? Hier wird es auf jeden Fall mehr. Heißt, man möchte, dass wir da in den Wald fahren. Oder eventuell... Nein, wisst ihr was? Wir fahren die Strecke mal weiter. Eventuell die Straße macht gleich einen Bogen. Ist das schon des Rätsels Lösung? Ja, wie komme ich jetzt eigentlich darauf, plötzlich hier die Ölsuche zu machen, Freunde?
Ich habe ein bisschen durch das Aufgabenlog durchgeblättert und festgestellt, hey, wir können in Simnegorsk uns eigentlich eine Werkstatt einrichten. Und ich habe mich ja immer beschwert, dass die Wege dorthin so langwierig waren und dass man immer halt wieder in Land unterstarten musste. Ja, das Rätsel ist Lösung liegt auf der Hand. Wir gehen natürlich als nächstes an, dass wir dort eine Werkstatt errichten können. Und dafür machen wir unter anderem gerade diese Missionen. Das sieht sehr gut aus. Die Entscheidung war auf jeden Fall richtig, dem Weg einfach ein Stück weiter zu folgen. Links oder rechts? Links. In die Wildnis. Okay. Ach je, hier ist alles voll mit Baumstümpfen. Da bleibe ich doch garantiert gleich wieder an einem hängen. So. Fahren wir hier. Hier ist so eine Andeutung von Weg. Eventuell. Nein, wir entfernen uns tatsächlich wieder. Okay. Ist das Ganze etwa hier auf der Lichtung? Oh nein. Wir hängen mit unseren Aufbauten an Tannenzweigen fest und wir kennen ja, die Dinger sind einfach wie Gummi. So. Hänge ich jetzt am nächsten fest? Auf jeden Fall komme ich nicht mehr voran. Leute, es tut mir wirklich sehr leid für das Geräusch. Ich kann dagegen leider nichts machen. Ich finde es selber schrecklich. Und ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Liege ich hier richtig mit der Richtung? Wo hängen wir denn jetzt schon wieder dran fest? Ah, an der Tanne. Mein Gott, ist das hier ein Nadelöhr, wo wir uns hier durcharbeiten. Okay, wir kommen dem Ganzen näher. Das ist ein Baum, den ich umfahren darf, kann und... Gott sei Dank, wir können triangulieren. Auch wenn das mit dem Baum da, glaube ich, nicht so ganz gewollt war, hat das Ganze irgendwie geklappt. Die Ölsuche ist erfolgreich. Sobald wir die gesammelten Daten ausgewertet haben, werden wir den Standort für die nächste Bohrung abstecken können. Ich bin sicher, dass wir bald wieder deine Hilfe brauchen werden. Ah, super. Da freue ich mich ja drauf. Ja, zurück zu Tiger Oil. Was steht jetzt hier an? Beziehungsweise, wann dürfen wir weitermachen? Ich schaue jetzt natürlich hier gerade bewusst einfach mal... Genau, den Auftrag habe ich gesucht. Werkstattzugang, Truck-Reparaturdienst... Zugang zum Anhängershop und das Ganze in Simnegorsk. Und ja, was brauchen wir dafür, meine Freunde? Zweimal Betonplatten, einmal Kraftstoff. Ich würde sagen, das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge. Ich überlege mir ein passendes Fahrzeug, stecke wie immer ein bisschen mal die Route ab. Da bekommen wir schon Material raus, heißt, wir sind hier schon mal gar nicht so verkehrt. Und da bekommen wir auch den Kraftstoff her. Ja, ich würde sagen, wir starten hier im Steinbruch mit der Mission. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich freue ich mich auch über den ein oder anderen Kommentar eurerseits und würde sagen, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, dann geht es auch in der nächsten Folge weiter und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Haut rein, bis dahin, ciao.